Raubstraftaten, Prostitution, Waffenschmuggel, Menschenhandel, Drogenhandel und Geldwäsche. Die Handschrift der russischen Mafia in Deutschland ist vielseitig und verborgen. Durch die systematische Unterwanderung von Bau- und Immobiliengeschäften werden Millionenbeträge gewaschen, wodurch die Organisation unbemerkt wachsen und ihrer kriminellen Arbeit nachgehen kann. Die mangelnde Verfolgung krimineller Finanzgeschäfte macht Deutschland zum Mafia-Paradies. Ein höchst lukrativer Markt für die organisierte Kriminalität, insbesondere für die russische Mafia, die mittlerweile mehr als 10.000 Mitglieder allein in Deutschland zählt. Schon in der DDR waren russische Mafia-Gruppierungen durch die dort stationierten Soldaten in Deutschland präsent. Nach dem Fall der Mauer wanderten in den 90er Jahren Millionen von sowjetischen Bürgern nach Deutschland aus, zwischen denen auch hochrangige Kriminelle waren. Die Berliner Polizei bemerkte schon in den 90ern mysteriöse Mordfälle in der russischen Immigrantenszene. Rätselhafte Import-Export-Läden in noblen Gegenden vermehrten sich immer mehr. Die russische Mafia baute ihr Fundament. Ihr Geschäftsbereich deckte alle möglichen kriminellen Bereiche wie Drogenhandel, Prostitution, Einbruchsdelikte oder Raub ab, wobei die meisten Straftaten Wirtschaftsverbrechen wie Autohandel, Überweisungsbetrug, Kontoeröffnungsbetrug, Schmuggel von Kunstgemälden und Ikonen, Dokumentenfälschung und Geldwäsche sind. Allein in den letzten 12 Jahren sollen aus Russland rund 27 Millionen Ikonen ins Ausland geschmuggelt worden sein. Das sind fast 90% aller Gemälde, die vor 40 Jahren noch in Russland waren. Die Ware wird allein in Europa in 500 Antiquitätenläden verkauft. In Deutschland soll auch das meiste an Sakralkunst verkauft worden sein. Experten schätzen den dadurch entstandenen Schaden allein bei über 100 Millionen Dollar. Ihre Vorgehensweise ist äußerst brutal und nicht verborgen, wie es bei der italienischen Mafia beispielsweise der Fall ist. Dennoch fällt es den Behörden schwer, die Machenschaften solcher Organisationen zu zerschlagen. Die Struktur besteht meist aus 4 Ebenen. An der Spitze steht der Big Boss, der Dieb im Gesetz, der Pate. Es folgen die Unterbosse, dann die Brigadeleiter und anschließend die Soldaten, die die Jobs durchführen. In Deutschland soll die Zahl der in der organisierten Kriminalität aktiven Russen bei knapp 10.000 liegen. Eines der Hauptstandorte der russischen Mafia ist Berlin, welches sogar die Zentrale für ganz Westeuropa sein soll. Dort wurde der Fall um die Samarowskaja-Gruppierung publik. Die Gruppierung betrieb Urkundenfälschung und Betrug zum Nachteil der Deutschen Bahn. Lagerstätten der Deutschen Bahn wurden aufgesprengt, Blankofahrscheine geklaut. Diese wurden dann im Nachhinein bedruckt und weiterverkauft, wobei kein Unterschied zum Original bemerkbar wurde. Mehrere Millionen Euro wurden damit verdient, bis die GSG 9 deren Tür aufsprengte und die Bande wegen diesen hier gezeigten Verbrechen festnahm. Aber auch in anderen Städten macht sich die russische Mafia bemerkbar. In Köln bildet die Kölnskaja-Gruppierung die einflussreichste russischsprachige Mafia-Gruppierung in Deutschland und ist in mehreren hundert weiteren Städten aktiv. Zu ihren Geschäftszweigen zählen Drogen- und Waffenhandel, Erpressung und Prostitution, bei dem laut Bundeskriminalamt 10.000 Russinnen zwangsprostituiert werden. Das größte Problem für die deutschen Sicherheitsbehörden stellt die Geldwäsche dieser Gruppierungen dar. Es gibt viele Fälle, bei denen Millionenbeträge durch Immobilien gewaschen wurden. Auch wurden Betrugsfälle publik, bei denen Betrügereien in Höhe von mehreren hunderttausend Euro durchgeführt worden sind. Die russische Mafia gehört zu einem der größten Mafia-Strukturen in Europa. Fast 10% aller Gefängnisinsassen in Deutschland haben russische Wurzeln, ideale Soldaten für die Mafia, die in Gefängnissen sich beweisen oder rekrutiert werden. Die Behörden vermuten, dass es in Deutschland noch sehr viele unentdeckte Organisationen der Russenmafia gibt und solange das Business läuft, werden auch viele dazustoßen. Es bleibt abzuwarten, wie die deutschen bzw. europäischen Behörden die Strukturen verschiedener Mafia-Gruppierungen zerschlagen wollen und wie sie diese durchsetzen. Was denkst du darüber? Glaubst du, dass Deutschland oder Europa Erfolg haben wird? Schreib mir das doch in Form einer Erörterung in die Kommentare. Diebstahl, Raub, Erpressung, Geldwäsche. Schnelles Geld zu verdienen hat viele Möglichkeiten. Schlau, langfristig und rein ist es aber nicht. Viele Menschen versuchen auf jedem möglichen Weg Geld zu verdienen. Die wenigsten schaffen es. Eine Methode, die aber immer funktioniert und die meisten Menschen reich gemacht hat, sind Investitionen. Investitionen in Unternehmen können sehr lukrative Erträge liefern und sind nicht so kompliziert wie vor ein paar Jahren noch. Mittlerweile kann das jeder am Handy machen. Viele Menschen wollen dies zwar immer tun, verschieben es aber in die Zukunft oder fangen erst gar nicht damit an. In meiner Beschreibung habe ich den für mich besten Broker verlinkt. Wenn du Interesse daran hast, dein Geld in Unternehmen deiner Wahl zu investieren, um mit deren Wachstum zu profitieren, dann schau vorbei, lade dir die App runter und beginne noch heute dein Geld für dich arbeiten zu lassen. Langfristigkeit und Kontinuität ist das Schlüsselwort und zahlt sich bei richtigen Investitionen extrem aus.
Das war's von mir, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Peace.